vielleicht einmal nochmal mischen, dass wir einfach sehen, wie funktioniert das Ganze, dass wir es mitverfolgen können. Können wir gerne machen. Okay. Ja. Kann man da einfach reingreifen? Da kann man einfach reingreifen, da passiert nichts. Ja, ich hole das alles mal so ein bisschen an den Anfang. Ja. Die Maschine läuft fleißig weiter. Und jetzt sehen Sie zu, wie die leichten Teile alle nach oben marschieren. Genau. Sie wandern nach oben und nach da drüben. Das, ja, heißt, das hier haben wir es schon geordnet. Das ganze Material wandert nach drüben, denn hier ist natürlich ein Abzugsorgan. Das Ganze ist auch in der Realität natürlich eine kontinuierliche Maschine. Okay, ne? Klar. Es kommt quasi, ja, immer Material nach. Genau. So, und das Leichtgut, das wird dann hier über ein Wehr abgezogen, fließt zur Seite. Und das Schwergut fließt unter der Leichtgutrinne durch, frontal zur Maschine nach draußen. Das heißt, streng genommen haben wir hier auch ein Sieb, aber eines, das man sich so gar nicht von zu Hause vorstellen würde. So, ja, kennt man es nicht. Das Sieb dient eigentlich nur als Trennfläche, um einen Durchtritt für das Wasser zu ermöglichen und um die Körner in einer bestimmten Schicht zu halten. Ne? Sonst wird das ja alles nach unten fallen.